Es sah eine ganze Zeit lang so aus, als ob der DAX heute eher ein bisschen Schräglage nach unten bekommt. Aber dann kamen die Amerikaner und haben irgendwie den DAX doch gestützt, obwohl ihre Eimer haben. Dieser Zinsen haben dazu lag auf dem Dow Jones sehr schwach. Nicht wirklich beeindruckend konnten die europäischen Aktienmärkte. Konnten dann vielleicht dann doch am Ende profitieren, dass der Euro relativ schwach war und die Anleiherenditen in Europa doch wesentlich stabiler aussehen, als das in den USA gewesen ist. Aber wie gesagt, während des europäisch geprägten Handels kamen die Aktienindizes auch nicht so richtig aus dem Knick. Und wenn wir uns dann die Charts ansehen, werden wir sehen, dass die wichtigen Marken letztendlich bisher noch nicht überwunden worden sind. Nachrichten gab es auch von den Eurozonen-Finanzministern heute. Luis de Guindos aus Spanien, der ist der Wirtschaftsminister, der soll neuer Vizepräsident bei der Europäischen Zentralbank werden. Das werten viele Beobachter als gutes Zeichen für den Bundesbankchef Jens Weidmann, der ja ganz gerne der Nachfolger von Mario Draghi werden soll. Und diese Chance ist jetzt auf alle Fälle größer, weil eben ein Südländer den Vizeposten bekommen hat. De Guindos, ob das übrigens eine sehr gute Wahl ist, das wird sich noch zeigen. Als Wirtschaftsminister hat er wohl durchaus viele positive Dinge auf seiner Habenseite. Allerdings war er eben ab 2004 auch der Spanienchef der Pleitebank Lehman Brothers. Das stört den einen an oder anderen dann doch. Am Ende werden wir ihn beurteilen müssen, nachdem was er dann eben handelt. Wir schauen erst einmal jetzt auf die Daten des heutigen Tages. So richtig ganz viel war heute nicht los, aber immerhin ein bisschen. Und naja, die ZDW-Konjunkturerwartungen, die werden ja doch immer ganz gerne berücksichtigt, wobei man sagen muss, das ist eine Umfrage unter den institutionellen Anlegern. Ist nicht ganz so wichtig wie beispielsweise der Ifo-Geschäftsklimaindex, muss man auch sagen. Insgesamt waren die Daten wieder sehr gut, auch wenn sie ein bisschen zurückgegangen sind im Vergleich zum letzten Monat. Die aktuelle Lage in Deutschland etwas schlecht, aber 92,3, da kann man sich nicht wirklich beschweren. In der Eurozone ist die aktuelle Lage interessanterweise etwas höher als im letzten Monat berücksichtigt worden. Das Verbrauchervertrauen aus der Eurozone sehr schwach. Muss man ganz klar sagen, und der Erzeugerpreisindex kam so rein wie erwartet. Schauen wir auf Euro-US-Dollar und Euro-US-Dollar brach dann heute Vormittag den kurzfristigen Aufwärtstrend hier und machte dann auch Anstalten Richtung 1,2310 zu kommen. Das ist nicht ganz gelungen. Wir hängen jetzt da irgendwie ja, zwischen allen Marken ein bisschen herum. Insgesamt sieht das schon nach wie vor bärisch aus. Wir sehen, der Tenkan ist weiterhin unter dem Kijun. Wir haben auch den orangefarbenen Kijun nicht nach oben nochmal angetestet oder dann eben diesen Aufwärtstrend. Das hätte durchaus nochmal passieren können, um dann eben mit Dynamik nach unten gehen zu können. Auf alle Fälle sieht das hier durchaus bärisch aus. Da die Zinsen in den USA gerade wieder auch steigen, wieder über 2,9% liegen, könnte das durchaus auch den US-Dollar weiter stärken. Werden wir uns weiterhin beobachten. Hier die 10-Jahres-Anleihe aus Deutschland, da sehen wir schon, der Zinssatz ist heute ein bisschen zurückgekommen von 0,74 auf gut 0,73%. Das sind jetzt alles keine riesengroßen Bewegungen. Wir waren aber immerhin schon auch bei 0,72 heute mal. Also von der Warte aus war das alles heute durchaus im Bereich des Möglichen. Also es gibt da erst einmal, was die Erwartungen an Zinsen betrifft, jetzt an die EZB keine großen Erwartungen. Alles andere wäre auch ein bisschen übertrieben, denn dass die Europäische Zentralbank in diesem Jahr nochmal Zinsen anhebt, das dürfte eher vielleicht Wunschdenken des einen oder anderen Sparers sein, aber das wird wohl nicht passieren. Anders in den USA, wie gesagt, drei Zinserhöhungen wird es auf jeden Fall geben. Vielleicht gibt es ja auch noch eine vierte, wer weiß das schon so genau. Auf alle Fälle sind wir mit den Zinsen wieder, nachdem wir ja Ende letzter Woche mal eine kleine Korrektur hingelegt haben auf die 2,85%, sind wir jetzt wieder über 2,9% und fast wieder am Verlaufshoch. Das ja dabei knapp 2,95% zu sehen war. Es gab heute auch Auktionen für kurzfristige Anleihen in den USA und auch da sind die Zinsen wieder gestiegen. Im DAX hatten wir heute, wie gesagt, erst einmal eine kleine Korrektur.
Es sah so aus, als ob wir doch mal die Wolke auf der Unterseite testen wollten. Ich hatte ja gesagt, bei 12.275 brechen wir da durch, also durch die Wolke hindurch. Dann ist große Gefahr da, dass wir nochmal eine ordentliche Korrektur hinlegen Richtung 11.900. Das ist dann nicht passiert. Und interessanterweise, als dann die USA kamen, ging es dann wieder nach oben. Wir sehen aber eben auch, wir haben die 12.535 nicht erreicht bisher. Da haben wir das erste Doppeltop, das überwunden werden müsste, und damit es dann nicht langweilig wird, gibt es dann gleich noch einen Doppeltop. Vorher schnell nochmal einen Blick auf Tenkan und Kijun, also auf die blaue und die orangefarbene Linie. Die haben noch nicht wieder gekreuzt nach oben jetzt dann für den Tenkan, also das ganz große Kaufsignal ist noch nicht da, und wenn wir uns einen hellblauen Nachläufer suchen, dann ist der zurzeit in den Kursen auch noch nicht so ganz bullig. Zurück zum größeren Bild hier, und da sehen wir dann nämlich bei 12.650 das nächste Doppeltop. Also hier ist schon einiges zu tun für die DAX-Bullen, um hier irgendwann mal wieder freieres Feld zu bekommen. Zwischen der 12.750 und der 12.960, da gibt es dann auch nochmal ungefähr so bei 12.885 einen weiteren relevanten Widerstand. Ja, so könnte das in etwa laufen. Ja, wir müssten also jetzt erst einmal überhaupt über die 12.535 drüber wegkommen. Das würde dann auch bedeuten, dass der Tenkan eben den Kijun nach oben kreuzt. Das könnte man dann schon mal fast wieder ja, bullig werden oder bullischer zumindest. Im Dow Jones haben wir letztendlich eben auch schlechte Vorgaben dann gehabt. Der Dow Jones ist ja im Future durchaus auch gehandelt worden, obwohl die USA gestern Feiertag hatten, und so der Dow Jones bröckelte so langsam vor sich hin. Auch zur Handelseröffnung ging es weiter runter, und wir sehen, dann gab es dann doch einen dynamischen Impuls nach Norden, an die Wolke wieder wenigstens ran. Tenkan und Kijun zeigen aber weiter eher nach Süden, auch der hellblaue Nachläufer noch unter den Kursen. Das ist hier noch nicht nachhaltig, muss man mal schauen, wie die ganze Nummer weiter geht. Neben der 25.200, die ja so mitten in der Wolke ist und da Widerstand bietet, dürfte dann auch nochmal die 12.415, das Hoch vom letzten Freitag, durchaus Widerstand bieten. Also hier ja, ist durchaus meiner Ansicht nach Vorsicht geboten. Wir sind hier aus diesem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal herausgebrochen, und das kann durchaus eher ein bärisches Zeichen werden. Aber bis jetzt ist hier keine große Dynamik entstanden. Wichtige Unterstützung sicherlich noch die 24.835. Fallen wir da durch oder dann eben durch die 24.800, dann könnte das schon sehr bärisch sein. Dann könnte es also durchaus Korrekturen geben in dem Bereich 24.300 oder sogar 24.050 Punkte. Der S&P 500 sieht ein bisschen freundlicher aus, ist schon in der Wolke drin, fast schon wieder durch. Vom Ichimoku her würde ich trotzdem auch eher noch neutral bleiben. Auch hier sollte man wohl dann doch eher abwarten, dass wir über 2750, 2761 drüber wegkommen. Und dann mal schauen, gibt dann auch wieder so den einen oder anderen Widerstand, der dann noch ganz interessant werden könnte. Ziemlich dynamisch sieht das hingegen im Nasdaq aus. Der Technologiewerteindex, der ist über der Wolke letztendlich. Hier sieht es schon ziemlich bullig wieder aus. Wenn wir hier jetzt noch über die 6.875 drüber kommen, dann hätten wir doch wenigstens nochmal 100 Punkte da zu den Hochs von Anfang Februar. Da könnte es also durchaus wieder klappen. Vielleicht sehen wir ja dann schon wieder ein neues Allzeithoch auch, denn im Nasdaq sind wir ja schon wieder im Bereich des Allzeithochs, wie wir hier sehen. Allerdings, wenn wir uns den Daily Chart genauer anschauen, sehen wir hier mit roten Pfeilen markiert, der blaue Tenkan ist noch unter dem Kijun. Also so ein ganz großes Kaufsignal gibt es hier im Daily Chart definitiv auch noch nicht. Schauen wir auch auf US-Dollar, japanischen Yen. Hier geht die Erholung auch weiter. Der US-Dollar also durchaus eben mit einer gewissen Stärke aufgrund der zu erwartenden weiteren Zinserhöhungen auch durch die Fed und den dadurch auch daraus resultierenden Zinsspread, den es ja dann gibt. Also der wird ja auch immer größer zwischen dem US-Währungsgebiet oder Wirtschaftsgebiet und den anderen Gebieten, wo eben Zinserhöhungen noch nicht so die Norm auf alle Fälle sind.
Insgesamt sieht das hier aber nach wie vor meiner Ansicht nach weiterhin ziemlich korrektiv aus. Wir sind jetzt hier an der Unterstützung, am Widerstand bei 107,35 angekommen. Hier bleibt nach wie vor die Möglichkeit, dass auch dieser Aufwärtstrendkanal, diese Range nach Süden gebrochen wird, und dann könnten wir hier eben immer noch wieder nochmal deutliche Verluste hinnehmen, vielleicht an die Wolkenunterkante als erstes wäre denkbar. Ja, auf der Oberseite würde als nächstes noch die 187 warten, und ja, danach könnte man sich hier ein bisschen weiter erholen. Im Nikkei sehen wir, dass wir den Bruch dieses Aufwärtstrends sogar hinbekommen haben und es zurzeit seitwärts konsolidieren. Auch hier hat der Abverkauf bisher nicht stattgefunden. 21.700 ist sicherlich auch aufgrund der Wolke eine wichtige Unterstützung. Brechen wir da durch, dann sollte diese Korrektur Richtung 20.920 immer noch möglich sein. Auf der Oberseite könnte aber eben auch noch die 22.360 erreicht werden. Wir sind hier knapp über der Wolke noch. Also so ganz bärisch ist das definitiv nicht. Der hellblaue Nachläufer kämpft noch ein bisschen, um wieder über die Kurse zu kommen. Ja, also zurzeit wäre ich hier eher neutral. Hier ist sogar der Ausbruch nach Norden durchaus denkbar, was eben auch mit der Schwäche des Yen zu tun hat. Das kommt natürlich beim Nikkei durchaus gut an. Ja, zu erwartende höhere Zinsen in den USA, das ist fürs Gold ja meistens nicht gut. Ich habe es öfter thematisiert. Endlich hält sich der Markt auch ein bisschen dran. Wir sind also unter die 1336,37 gefallen und jetzt dann doch auf dem Weg zu unteren Kursen. Mal schauen, ob wir da zum Boden bei 1308 zurückkehren könnten. Rohöl heute seitwärts notiert mal. Wie gesagt, die Marktteilnehmer sind ganz optimistisch, dass die OPEC die Produktion niedrig hält, und das hat den Ölpreis eben insgesamt stabilisiert. Auf der Unterseite haben wir auch charttechnisch schön bei 58,20 eben diesen, das ist Doppeltop, und kommen wir über die 63 drüber, dann könnten wir hier durchaus wieder nochmal deutlich auch über 65 Dollar steigen. Ansonsten gab es heute nicht so viele Daten. Aus Großbritannien gab es die CBI-Trends für die Industrieaufträge, waren schlechter als erwartet, und in Kanada gab es Großhandelsumsätze, und die waren wieder richtig schlecht. Also aus Kanada gibt es derzeit doch relativ viele schlechte Zahlen. Es gibt auch durchaus immer wieder mal Meldungen, wo raus man entnehmen kann, dass es in Kanada offenbar eine Immobilienblase gibt, die demnächst platzen könnte. Also in Kanada könnte eventuell eine Rolle spielen für den nächsten Finanzcrash. Wann der genau passiert, das muss man eben abwarten, aber in Kanada mehren sich auf alle Fälle Hinweise, dass da nicht mehr alles so zum Besten gestellt ist. In Neuseeland gab es den Erzeugerpreisindex, der deutlich gestiegen ist. Das spricht dafür, dass der Inflationsdruck vielleicht steigen könnte. Und in Schweden gab es den Verbraucherpreisindex, der richtig schwach war. Euro-britisches Pfund schauen wir uns als erstes an, und da sehen wir dann eben schon, dass das britische Pfund heute unter Druck gewesen ist. Wir haben dann mit einer kleinen Verzögerung jetzt doch die 0,88 erreicht und könnten jetzt natürlich auch noch tiefere Kurse anvisieren. 0,8780, 0,8740 könnten so nächste Ziele sein. Der Ichimoku auf alle Fälle dazu ziemlich bärig. Auf der Unterseite sehen wir, ganz wichtige Unterstützung wäre der Doppelboden bei 0,86 90, der sollte dann auf alle Fälle halten, ansonsten wird es hier ziemlich jämmerlich, dann sind Ziele um 0,85, 80 bis 40 durchaus ein Thema. Der US-Dollar hat sich gegen große Verluste wehren können. Cable hat also heute nur leicht gewonnen dagegen, aber auch hier ist der Tenkan heute über den Kijun gekreuzt, was schon mal durchaus dafür spricht, dass die Bullen hier nicht ganz chancenlos sind, auch über die Wolke zu kommen und dann eben das Hoch aus der letzten Woche bei 1,4150 durchaus wieder zu erreichen. Im Daily Chart sehen wir, dass wir vor allem dann auch bei 1,3780 einen sehr schönen Boden haben. Und jetzt muss man ganz einfach eben mal schauen, wie das Ganze hier weitergeht. Wir sind ja hier im Aufwärtstrendkanal im Cable,
Allerdings ist der blaue Tenkan zurzeit gerade unter dem Kijun. Das ist jetzt charttechnisch nicht ganz so doll. Ja, aber insgesamt sieht das erst einmal doch recht stabil aus. US-Dollar, kanadischer Dollar. Ja, schlechte Daten aus Kanada, wie gesagt, immer wieder. Wir haben einen Boden gefunden bei 1,2450 nach der Korrektur in der letzten Woche und seitdem geht es wieder aufwärts. Sind jetzt wieder am Widerstand bei 1,2640, 50 herum. Da waren wir ja schon ein paar Mal und ja, die spannende Frage ist, ob wir auch mal drüber kommen. Dann wären wir über der Wolke, müssten noch den längerfristigen Abwärtstrendkanal oder den längerfristigen Abwärtstrend hier überwinden und kämen wir über die 1,27, könnte es dann sogar hier eben zu dem wichtigen Widerstand aus dem letzten Herbst kommen bei 1,2915. Das wäre ja ein Ziel für die Bullen, um dann eben zu gucken, ob es vielleicht sogar ein Stückchen weitergehen könnte. Das wäre also noch eine sehr interessante Sache. Also über 1,27 könnte es hier durchaus nochmal 200 Pips weiter nach oben gehen. Sollte man mal im Hinterkopf vielleicht behalten, ohne dass ich damit eine Handelsempfehlung gegeben haben will. Der Kiwi hat trotz guter Erzeugerpreise oder eben stark steigender Erzeugerpreise heute leicht nachgegeben. Ist zurzeit ein bisschen auf Korrekturmodus. Ob es jetzt hier sehr tief geht, muss man mal abwarten. Die 0,7340 hat heute erstmal gehalten. Bricht die, dann könnte es eben dann doch das erste Mal mit der schönen Erholung gewesen sein. Wie gesagt, die Daten haben heute nicht so sehr dafür gesprochen, aber der Dollar ist eben stark und also übergeordnete Dollarstärke. Da muss dann nicht unbedingt ein Erzeugerpreisindex aus Neuseeland jetzt die ganz große Kehrtwende bringen. Schwedenkrone, wir haben es gerade gesehen, in Schweden Verbraucherpreise sehr schwach. Und da hat der Euro Schwedenkrone heute deutlich zugelegt mit 0,75%. Sind wir wieder fast an der 10 angekommen. Da bei 10,03 haben wir ja dann ja, einigen Widerstand im letzten Spätherbst aufgebaut. Das wäre also das nächste Ziel. Und wenn wir uns das Ganze dann mal im Monatschart anschauen, dann sehen wir, darüber wäre dann noch 10,25. Wir waren also schon sehr lange nicht mehr auf diesen Höhen, die wir da zurzeit dabei sind zu erklimmen. Südkoreas Regulierungsbehörde hat heute mitgeteilt, dass die südkoreanische Regierung den Handel mit Kryptowährungen unterstützt. Und außerdem hat man die Banken zu Transaktionen mit den Börsen ermutigt. Das ist natürlich eine gute Nachricht gewesen für alle Kryptowährungen. Am besten war die Nachricht heute für Litecoin, denn die haben dann gleich über 10% heute zugelegt, aus dem Stand mal einen ordentlichen Sprung nach oben heute gemacht, über die 237,40 drüber weg. Die kommen an die 250. 250, das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Weitere Widerstände könnten so im Bereich 271 bis 275 liegen und dann nochmal bei 310 Dollar. Das sieht jetzt auf alle Fälle ziemlich bullig aus, zumal dann eben auch hier der Tenkan und der Kijun jetzt schön nach Norden zeigen. Wir sind über der Wolke. Das sieht schon ziemlich freundlich aus, was das Litecoin da produziert. Und auch die Bitcoins zeigen sich nach wie vor im Rallye-Modus, haben heute mal an der 11.700 angeklopft. Mal schauen, ob das so weitergehen könnte. Warum eigentlich nicht? Tenkan hat ja den Kijun gekreuzt schon vor einigen Tagen. Und ja, wir kommen jetzt an die Wolke und dann wird es eben jetzt richtig spannend. Wir haben in der Wolke nochmal sicherlich einen Widerstand bei 13.085 herum und dann könnte man auf die Oberseite der Wolke wechseln. 14.500 wäre dann nochmal der nächste Widerstand. Also zurzeit sieht es ziemlich freundlich aus und schon allein der Bruch der 11.725, der ist nicht so richtig verkehrt. Wir sehen, wenn wir weiter links schauen, bevor es dann den großen Abverkauf Richtung 6.000 gegeben hat, gab es da erst einmal den Versuch der Bullen, sich da zu stabilisieren und wieder zu steigen. Und da gab es dann eben ein bisschen Widerstand, nicht wahr? Und dann kam der große Fall Richtung 6.000. Jetzt sind wir wieder an dieser Marke und das ist jetzt sehr interessant. Wenn wir da drüber kommen, ja, dann würde ich schon sagen, dass wir auf jeden Fall die 13.000 wieder sehen könnten. Also sieht ganz positiv aus eigentlich für die Bitcoin, wenn sie da drüber kommen. Bei den Rohstoffen heute großer Gewinner, Baumwolle, über 3% gewonnen, waren wir heute bei 0,78, nachdem Baumwolle ja zuletzt doch ziemlich
da unten rumdümpelte, haben wir jetzt scheinbar bei 0,75 einen Boden gebildet. Großer Gewinner bei den Indizes noch der Tech DAX, also genauso wie der Nasdaq, auch der Tech DAX, die Technologiewerte sehr erfreulich an der 2600 jetzt, damit ein weiteres Gap geschlossen. Nächstes Ziel könnte jetzt die 2634 werden. Es gab allerdings auch Kryptowährungen, die bei den Verlierern gehandelt wurden, zum Beispiel Lumen. 5,5% ging es da heute nach unten. Das sieht ziemlich nach Top-Bildung aus. Hier scheint der Ofen erst einmal ein bisschen aus zu sein und auch Ripple kommt nicht so richtig vorwärts. Minus 1,6% ist jetzt nicht so der ganz große Brüller, aber wir kommen hier nicht richtig über die Wolke. Wir kommen hier nicht so richtig oben weiter. Ja, hier gibt es auf alle Fälle eine wichtige Unterstützung bei 0,89. Nee, bei 0,98 so rum. Und ja, da sollte man auf alle Fälle nicht drunter fallen, weil ansonsten die Erholung nichtig wäre. Bis jetzt haben die Bullen immer noch die Chance, hier über 1,15 zu kommen und dann eben die 1,20, das Hoch von der letzten Woche noch zu holen oder vom Wochenende. Da müsste man jetzt dann eben weiter hochgehen, damit die Bullen hier wieder neues Futter bekommen. Zurzeit, wie gesagt, sieht das hier ein bisschen schwierig aus. Also wir sind ja unter der Wolke. Der blaue Tenkan hat sich auch schon mal nach Süden gezeigt. Und das könnte also durchaus ja, der Aufruf an die Bären sein. Bis jetzt geht es noch so. Wir haben schon wesentlich mehr Volatilität in Ripple sicherlich gesehen. Zurzeit wäre ich, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig auf der Oberseite. Da würde ich dann doch erst einmal zumindest mal den Sprung über die 1,15 sehen wollen. Kupfer hat heute auch leicht nachgegeben, also Metalle heute nicht ganz so stark. Kupfer ist im Prinzip zum wiederholten Male bei der 1,25 gescheitert, wenn man uns das Ganze mal im Daily Chart anschauen sehen wir. Wir kommen da oben einfach eben irgendwie nicht so richtig weiter. Da prallt das Kupfer immer wieder ab. Zurzeit sind wir noch über der Wolke, aber der blaue Tenkan ist, wenn ich das richtig sehe, schon wieder unter dem Kijun. Also so richtig freundlich sieht das alles noch nicht aus, dass jetzt hier der große Ausbruch bevorsteht. Das verheimlicht uns das Kupfer dann zumindest mal ziemlich gut, wenn es das vorhaben sollte. Auf eine Aktie schauen wir, auf die Walmart-Aktie, die wie gesagt heute den Dow Jones auch ganz schön mit runtergezogen hat. Schwache Quartalszahlen gab es, besonders das Online-Geschäft, auf das man eigentlich bei Walmart viel Hoffnung setzt, nämlich dass man der Konkurrenz von Amazon da trotzen kann. Das entwickelt sich aber nach Ansicht der Marktteilnehmer doch zu langsam und so hat dann Walmart heute fast 9% verloren. Das war nicht schön. Wichtige Unterstützung dürfte hier bei 91,15 bis 89 Dollar liegen. Da sollte die Aktie nicht runterfallen, sonst könnte es hier noch ziemlich düster werden. Schauen wir auf das, was es morgen gibt. Aus Australien gibt es die Bauproduktion und den Preisindex in der Nacht. Dann gibt es morgen die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, Eurozone und den USA. Zwischendurch dann aus Großbritannien Arbeitsmarktdaten und die Anhörung zum Inflationsbericht mit Mark Carney von der Bank of England. Das könnte also das britische Pfund morgen ordentlich bewegen. 16 Uhr in den USA noch die Verkäufe bestehender Häuser, auch sehr wichtig. Und das FOMC-Sitzungsprotokoll morgen 20 Uhr, das wird auch sehr, sehr interessant. Da ist die spannende Frage dann, ob es da irgendwie schon Hinweise gibt, wie denn der neue zusammengesetzte geldpolitische Rat vielleicht es handhaben wird mit zukünftigen Zinserhöhungen. Quartalszahlen gibt es morgen auch ein paar, außerdem die deutsche Börse und Hochtief mit einer Bilanzpressekonferenz aus den USA morgen keine relevanten Zahlen. Und das war die Börse für den Dienstag. Ich danke wie immer für die Aufmerksamkeit, wünsche einen wunderbaren Abend und bis morgen.